Warum bewerf ich nicht mehr? Yeah! Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. Sehr, sehr viele von euch haben sich mal wieder ein persönlicheres Video von mir gewünscht. Deswegen, Achtung, mein Kühlschrank. Auf jeden Fall, deswegen habe ich mich jetzt vor die Kamera gesetzt und werde eine ganze Weile mit euch quatschen. Quasi so ein kleines Live-Update machen und Fragen beantworten. Die konntet ihr mir nämlich in meinem Broadcast-Channel stellen. Falls ihr den noch nicht kennt, das ist quasi so eine kleinere Gruppe an Followern von mir. Das ist so eine Funktion, die kann man bei Instagram einstellen. Und ich mag die einfach so wahnsinnig gerne, weil das so eine viel, viel persönlichere Runde ist. Und deswegen kamen auch echt schöne und persönliche Fragen zusammen, die ich dann eben in diesem Video hier beantworten werde. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie süß die Katze hier chillt. Wie soll ich mich so konzentrieren, Leute? Hallo Bibi, möchtest du den Leuten Hallo sagen? Möchtest du den Leuten Hallo sagen? Okay, die erste Frage, die ich in dieses Video mit reinnehmen musste, weil ich hier auf YouTube einfach so gut wie gar nicht darüber spreche, ist unser Hausbau. Ich wollte euch da mal ein vernünftiges Update geben. So richtig mit der Hausbausuche bzw. Hauskaufsuche haben wir gestartet im März 2021. Okay, Leute, ich bin gerade total verwirrt. Es hat eine Tür geklingelt, ich wurde angerufen und ich habe jetzt noch Kaffee gemacht. Wo waren wir jetzt bitte stehen geblieben? Also März 2021 haben wir aktiv mit der Hausbausuche gestartet. Das habe ich euch ja, glaube ich, schon erzählt. Beziehungsweise Hauskaufsuche. Wir haben uns einige Häuser angeschaut. Der Hausbau war schon immer unser Favorit vor dem Hauskauf. Denn mein Problem beim Hauskauf war irgendwie immer, dass ich so unglaublich viel Geld ausgeben würde für Sachen, auf die ich keinen Bock habe und die ich nicht so gemacht hätte. Und es tut einfach weh. Versteht ihr, wie ich meine? Viel Geld auszugeben für etwas, was man richtig toll findet, finde ich immer noch viel angenehmer, als wenn ich dann, keine Ahnung, 20.000 Euro extra zahle für irgendwelche komischen Versace-Fliesen, die ich aber am liebsten rausreißen würde. Allerdings gab es viel mehr Häuser, die verkauft wurden in der Region, in der wir wohnen wollten, anstatt freie Grundstücke. Die gibt es nämlich quasi gar nicht. Also wirklich, die Rate geht gegen null. Und wirklich bei jedem freien Grundstück in der Region in Köln, in der wir wohnen wollten, haben wir irgendwie versucht, ausfindig zu machen, mit wem es gehört, versucht, die Person zu kontaktieren. Und sehr viele wollten halt einfach nicht verkaufen, weil die zum Beispiel für ihre Kinder das Grundstück aufbewahren oder die wollten dafür 2, irgendwas Millionen. Also wirklich ganz, ganz wilde Sachen. Und so muss man dann relativ schnell feststellen, dass der schlauste Plan wäre, ein altes Haus zu kaufen in der Region, in der wir wohnen wollen und das dann entweder abzureißen, sodass wir dann eben das Grundstück haben an einer Stelle, an der wir gerne wohnen möchten, oder einen Anbau daran zu setzen. Denn für uns persönlich war immer die Lage das Wichtigste beim Haus, weil das auch das Teuerste an der ganzen Geschichte ist und weil das auch das Einzige ist, was man nicht mehr ändern kann. Naja, long story short, wir haben dann irgendwann ein altes Haus gefunden, haben dann zuerst überlegt, ob wir da einen Neubau dran setzen oder ob wir es komplett abreißen. Fazit der Geschichte war, dass wir es abgerissen haben, da das viel günstiger war als die Kernsanierung mit dem Anbau und sicherer und einfacher und schneller. Und unser Bauantrag wurde tatsächlich auch genehmigt. Das Ganze hat wirklich gefühlt ein Jahr gedauert und ich glaube, nicht nur gefühlt. Und deswegen haben wir jetzt endlich mit dem Hausbau gestartet. Wir haben jetzt schon unsere Baugruppe. Allerdings ist das momentane Wetter schon definitiv ein Problem. Ihr müsst euch vorstellen, sobald die Temperaturen unter 5 Grad sind, heißt das quasi Baustopp für uns, weil wir mit Beton arbeiten etc. Und ja, deswegen ist das der aktuelle Stand. Falls ihr euch jetzt denkt, huch, das klingt spannend, das interessiert mich, auf Instagram findet ihr auch ein Story-Highlight, das heißt Hausbau. Da habe ich euch auch wirklich alles abgespeichert. Das heißt, da könnt ihr die Story nochmal ein bisschen genauer verfolgen und seid auch immer up-to-date, wenn ihr da immer wieder vorbeischaut. Tatsächlich habe ich da auch ein paar Sachen zu unserer aktuellen Küchenplanung mit euch geteilt. Deswegen, ja, es wird immer konkreter. Weiter geht es mit der nächsten Frage, die habe ich mir abgespeichert, weil die einfach so richtig random ist. Und zwar, was sind die letzten 7 Produkte, die du auf Amazon geshoppt hast? Ich hoffe sehr, da ist nichts Peinliches dabei. So, da hätten wir einmal ein Buch, das heißt Die Kunst und Wissenschaft des Glücklichseins. Das ist ein Buch von Oprah Winfrey mit einem Harvard-Psychologie-Professor. Ich habe gerade seinen Namen vergessen, aber ich glaube Arthur Brooks oder so. Ich habe auf jeden Fall einen Podcast mit ihm gesehen und ich fand ihn irgendwie super inspirierend. Und ja, das ist so sein neuestes Buch, das im Podcast auch beworben wurde. Wenn ihr denkt, ihr seid komisch, weil ihr immer Sachen nachkauft, die ihr irgendwo auf Social Media seht, ich bin genauso. Ich mache es genauso. Und ja, ich fand den irgendwie cool und deswegen habe ich mir auch sein neuestes Buch bestellt und freue mich sehr, dass dann zu lesen. Dann habe ich mir einen, nennt man das Adapter? Ich habe ja jetzt das iPhone 15 und das hat ja einen anderen Anschluss als das iPhone 14. Und ich benutze ja manchmal mein Mini-Mikro für Videos. Und deswegen braucht ihr einen Adapter, um das Mini-Mikro an das iPhone 15 anzuschließen. Und das ist genau dieses Teil und das kam
Vorgestern an. Dann habe ich ein bisschen was für meine Gesundheit bestellt. Das sind so Immuntabletten, weil alle in meinem Umfeld sind krank und das Letzte, worauf ich Bock habe, ist, krank zu werden. Dann habe ich ein Stativ bestellt und das ist auch das Stativ, das ich bei unserem Girls Trip dabei hatte und wir haben es einfach schon kaputt gemacht. Könnt ihr euch das vorstellen? So neu war dieses Stativ. Das hatte ich erst ein paar Tage und es ist einfach nicht mehr funktionsfähig, denn wir hatten es in der Düne dabei und da war der Wind so unfassbar stark und dann ist die ganze Zeit ganz, ganz viel Sand in diese Zwischenräume vom Stativ gekommen. Und wir hatten schon die ganze Zeit Angst, dass es kaputt geht. Aber wir waren dann so vorsichtig. Wir haben das Stativ gar nicht zusammengeklappt, weil wir eben nicht wollten, dass der ganze Sand sich irgendwo in diese Scharniere reinrastet. Haben es so vorsichtig nach Hause getragen, haben es dann abgewischt, haben es abgeföhnt, um den Sand ganz vorsichtig zu entfernen. Ende der Geschichte, es ist trotzdem so viel Sand in diese ganzen Zwischenräume gekommen, dass man es einfach nicht mehr zusammenklappen kann bzw. falten kann und es so gesehen auch nicht mehr funktionsfähig ist. Leute, ich kann selber nicht glauben. Dann hatte ich Teebaumöl gekauft, dann habe ich 3 Amazon-Gutscheine gekauft. Die hatte ich nämlich, hier seht ihr es auch, bestellt am 24.12. Die hatte ich nämlich verlost am 24.12. Das war so eine kleine ganz spontane Heiligabend-Gewinnspielaktion. 3 Leute haben jeweils einen 100-Euro-Gutschein geschenkt bekommen von mir. Ich mache so Aktionen immer in meiner Story. Übrigens läuft aktuell auch eine. Wenn ihr da vorbeischauen möchtet, dann macht das sehr gerne. Und zwar verlose ich diesmal 3x 100-Euro Wunschgutscheine. Das heißt, ich will jetzt nicht sagen, noch besser, aber man kann es natürlich sehr gut nutzen, weil man den Gutschein natürlich dann nicht nur bei Amazon einlösen kann, sondern bei unglaublich vielen verschiedenen Anbietern. Und dann hatte ich noch für einen Freund ein Partyspiel bestellt. Das war meine Amazon-Bestellhistorie. Die nächste Frage fand ich tatsächlich auch richtig gut. Und zwar, auf welches Skincare-Produkt kannst du nicht mehr verzichten? Und das war tatsächlich, ich habe es auch schon gesehen, Formel Skin. Das Ding ist nämlich, dass ich es eigentlich liebe, neue Produkte auszuprobieren. Das gehört ja auch irgendwie zu meinem Job dazu. Also ich bekomme einfach sehr oft Sachen zugeschickt. Und natürlich möchte ich die Sachen dann eben auch testen und mir eine Meinung bilden. Aber das Ganze hat auch einen riesigen Nachteil. Denn ganz oft sind auch einfach Skincare-Produkte dabei, die überhaupt nicht zu mir und meinem Hauttyp passen. Und das endet dann eben immer in so Haut Unreinheiten. Ihr habt es vielleicht auch am Anfang bei mir gesehen. Also meine Haut braucht einfach momentan wieder Unterstützung. Deswegen bin ich wieder zurück zu Formel Skin gegangen und habe mir dann wieder einen aktuellen Behandlungsplan erstellen lassen, weil das beim letzten Mal wirklich sehr gut bei mir funktioniert hat. Und es macht so einen Unterschied, ob man nur irgendwelche Hautpflegeprodukte verwendet, die man irgendwo in der Drogerie entdeckt hat oder irgendwo bei jemandem anderen gesehen hat, oder ob man Hautpflegeprodukte verwendet, die personalisiert für einen abgestimmt sind. Übrigens, nicht wundern, die Produkte von Formel Skin sehen jetzt einfach anders aus. Die hatten nämlich ein Branding, also ein neues Corporate Design, ein neues Logo und übrigens auch einen neuen Slogan, der lautet jetzt Haut ist alles. Aber ansonsten, das Prinzip dahinter ist gleich geblieben. Falls ihr das Prinzip von Formel Skin noch gar nicht kennen solltet, dann schreibe ich euch das hier einmal ganz kurz hin. Euer Hautanliegen wird analysiert, ihr bekommt eine Diagnose und euch werden so die Unsicherheiten genommen, das ist nämlich bei mir mal so ein Problem. Und passend zu euren Hautbedürfnissen bekommt ihr dann einen personalisierten Behandlungsplan und auch fortwährend ärztliche Unterstützung. Und ich schreibe euch hier noch meinen aktuellen Formel Skin Rabattcode hin und zwar lautet der X-Later und damit bekommt ihr 40% Rabatt auf den ersten und den zweiten Behandlungsmonat. Das Ganze gilt für die Auto-Refill-Option und das Ganze ist natürlich auch jederzeit kündbar. Ich schreibe euch einfach nochmal alle weiteren Informationen in die Infobox, also schaut da gerne vorbei. Weiter geht es mit der nächsten Frage und zwar, was ist eine Schwäche von dir, an der du aktuell arbeitest? Da habe ich tatsächlich... Oh, es juckt an der Nase. Da habe ich tatsächlich eine, die mir in letzter Zeit so oft auffällt und bewusst wird und mich wirklich nervt. Und zwar ist das Ding, dass ich wirklich immer distanziert bleibe, selbst zu eigentlich guten Freunden und ich mich einfach nie wirklich öffne aus Selbstschutz. Das Ding ist aber auch, dass Jonas und meine besten Freundinnen irgendwie dran schuld sind, weil ich habe einfach so 3 Menschen in meinem Leben, denen ich alles jederzeit erzählen kann und zu denen ich eben zu 100% offen bin. Und das Ding ist, dass dadurch irgendwie mein Bedürfnis, mich anderen so sehr zu öffnen und von meinen Schwächen zu erzählen, das ist dann einfach gar nicht da. Ich möchte das gar nicht, ich brauche das gar nicht. Aber bei anderen kommt das irgendwie immer echt blöd an, vor allem wenn man neue Freundschaften schließt und dann das Gegenüber einem über alle möglichen Kindheitstraumas erzählt und Traumatas, oder? Und sich einem so komplett öffnet, aber von mir dann eben nichts zurückkommt, dann kann man unter den Umständen auch keine neuen, tiefen Freundschaften aufbauen. Und das ist irgendwie echt eine Schwäche bei mir, weil ich habe mich schon öfter gefragt, warum es mir so schwerfällt, neue Freundschaften aufzubauen. Ich kann schnell neue, oberflächliche Freundschaften schließen, das auf jeden Fall. Aber wirklich tiefgehende Sachen, nicht
Wirklich, zumindest von meiner Seite aus. Es ist nicht so tiefgehend. Aber ich würde mir das irgendwie für mich wünschen, dass ich da nicht so eine Mauer aufbaue, weil ich damit auch einfach wirklich gemerkt habe und auch als Feedback bekommen habe, dass ich andere Menschen verletze, die sich dann aber mir gegenüber geöffnet haben. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist wirklich gerade ein Ding in meinem Leben. By the way, ich war noch nie wirklich die Beste darin, multitasking-fähig zu sein. Deswegen ist mein Satzbau wahrscheinlich auch eine absolute Katastrophe, weil ich mich schminke und dabei rede. Nächste Frage kommt wieder ein bisschen offensive. Warum habt ihr jung geheiratet, wenn ihr offensichtlich nicht jung Kinder haben wolltet? Oh Gott, Leute. Ich möchte mit der Frage kein Fass aufmachen und ich spreche auch nicht darüber, weil ich auch weiß, dass sich ganz, ganz viele Menschen dann offended fühlen, weil ich zum Thema Ehe und zum Thema Kinder irgendwie eine andere Meinung habe gefühlt als so die Mehrheit. Für mich hat das eine wirklich nichts mit dem anderen zu tun. Für mich kann man wunderbar eine glückliche Ehe haben, die kinderlos ist, wenn man sich das eben so wünscht. Dann sehe ich da absolut gar kein Problem daran. Gleichzeitig sehe ich auch überhaupt gar kein Problem daran, wenn man Kinder hat und nicht verheiratet ist. Und das finden jetzt zum Beispiel echt einige problematisch. Ich hingegen finde es so viel problematischer, wenn man schwanger heiratet, weil man eben gerade ein Kind erwartet und dann denkt, okay, dann sollten wir heiraten. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll und wie ich es formulieren soll, weil es einfach so viele machen und ich das gar nicht nachfühlen kann und ich nicht so gemacht hätte. Weil ich finde, ein Kind zu bekommen ist überhaupt gar kein Grund, warum man heiraten sollte. Allerdings ist es für ganz, ganz viele ein Grund, weil es rechtlich vieles einfacher macht, vor allem für den Vater. Außer Themen wie, dass man alle dann denselben Nachnamen hat. Deswegen wird es ja auch gemacht, aber so aus emotionalen Gründen wäre das für mich nicht ein Grund. Das Ding ist auch, ich glaube, ich bin ein bisschen traumatisiert durch mein eigenes Umfeld, weil alle, die schwanger geheiratet haben, bei denen hat es allen nicht funktioniert. Die waren alle nach dem zweiten Kind geschieden. Und deswegen ist so dieses Thema Kinder und heiraten für mich so vollkommen weit auseinander. Ich weiß, dass da jeder einfach das machen soll, was einen persönlich glücklich macht. Und ich weiß, dass sehr viele anderer Meinung sind. Aber weil ich eben gerade schon so konkret gefragt werde, für mich ist Heirat und Kinderkriegen nicht so connected wie bei anderen. Ich weiß nicht. Wir haben jung geheiratet, weil wir jung gemerkt haben, dass wir unsere Bindung einfach noch weiter vertiefen wollen. Und das war's. Das war der einzige Gedanke dabei. Ich weiß, dass ganz viele auch einfach nur schwanger heiraten, weil sie sowieso die ganze Zeit vorhatten zu heiraten und dann denken, okay, dann machen wir es jetzt, weil es vor der Geburt einfacher ist. Ist nochmal ein anderes Thema, aber wenn man eben hingeht, okay, wir sind jetzt irgendwie schwanger und deswegen sollten wir heiraten. Nein. Aus meiner Perspektive, nein. Also, falls ich irgendeiner Maus hier draußen helfen kann, die dann denkt, okay, nur weil ich von dem einen Typen schwanger geworden bin, sollte ich ihn auch heiraten, weil ich danach nie wieder einen anderen finde. Oh Gott, no. Das Ding ist zum Beispiel auch, wie es mir vorgelebt wurde. Zum Beispiel meine Mutter hat, glaube ich, auch mit 22 geheiratet und mich mit 34. 30 bekommen. Das ist das, was mir vorgelebt wurde. Deswegen kommt es mir in meinem Kopf auch so vor, als hätte ich noch endlos Zeit für solche Themen. Deswegen mal schauen, wenn wir einen Kinderwunsch haben. Das Ding ist, Leute, ich habe irgendwie einfach schon so viel mitbekommen. Ich weiß ganz genau, dass wenn irgendwann der Kinderwunsch bei uns so zu 100% da ist, dann klappt es wahrscheinlich nicht. Deswegen, ja, ich möchte dieses Thema nicht so mit Druck und Zeitplan belasten. Gerade ist kein Kinderwunsch da, deswegen, ja, wir bauen erstmal ein Haus. Eins nach dem anderen. Auch eine schöne Frage. Erzähle uns von deinen Plänen für 2024. Spoil uns alle Details. Okay, ich werde jetzt einfach mal unter anderem ein paar Sachen erzählen, die ich noch nicht erzählen durfte. Also, 2024 werdet ihr mich tatsächlich wieder in der Drogerie sehen. Ich hätte gedacht, dass ich mir diese ganze Arbeit nochmal antue, aber da arbeiten wir jetzt schon so lange dran, also auch schon seit letztem Jahr und dieses Jahr wird es dann endlich wieder soweit sein. Tatsächlich auch mit mehreren Sachen und mehreren Produkten, aber wieder nur limitierte Sachen, also nichts, was es dauerhaft gibt, sondern ja, einfach nur Sachen, an denen ich eben sehr lange gearbeitet habe, die dann genau im Handel verfügbar sein werden. Das sind auch unterschiedliche Sachen, falls ich das noch nicht gesagt habe. Auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Also ihr werdet mich wahrscheinlich auch einmal schon so im März, April in der Drogerie sehen und dann nochmal gegen Ende des Jahres. Beide Projekte sind jetzt soweit in trockenen Tüchern. Das war wirklich verdammt viel Arbeit. Oh mein Gott. Deswegen, ich bin da wirklich stolz drauf. Und ansonsten natürlich der Hausbau Priorität in diesem Jahr. Wir hoffen ja tatsächlich, dass wir dieses Jahr noch einziehen können. Also unser großer Traum ist, Weihnachten im Haus zu feiern. Das ist sehr, sehr sportlich. Also hofft auf einen milden Winter für uns. Und ansonsten, reisetechnisch wird natürlich nicht so viel dieses Jahr gehen, weil das Budget natürlich durch den Hausbau
Ausdauer sehr gering ist. Wir möchten aber trotzdem schauen, ob da nicht so die ein oder andere Reise drin ist, die jetzt nicht so teuer ist, wie zum Beispiel Malediven. Sachen, die sehr weit bei uns oben auf der Liste stehen, sind zum Beispiel einmal Tansania, also Sansibar vor allem, kommt mir auch momentan noch sehr bezahlbar vor. Also zumindest die Hotels, nach Flügen habe ich jetzt noch nicht geschaut. Falls ihr da schon mal wart, lasst mir gerne Feedback da. Aber das hat mich jetzt von den Preisen her noch nicht geisteskrank vom Hocker gerissen für das, was man da bekommt. Deswegen haben wir da sehr Bock drauf. Natürlich nicht nur wegen den Preisen, sondern schaut euch das einfach mal an. Es ist wirklich krass. Es ist wirklich, wirklich wunderschön. Und generell finde ich sowieso alle möglichen Reiseziele in Afrika so underrated. Ich habe ja tatsächlich schon sehr viele verschiedene Ecken in Afrika besucht. Also sei es jetzt Südafrika oder generell im Norden von Afrika, im Westen von Afrika. Und wirklich irgendwie immer 10 von 10 die Experience. Man muss nur ein bisschen aufpassen mit so Magen-Darm-Geschichten, aber das ist sowieso immer so Reisethema. Also ja, das steht auf jeden Fall weit oben auf unserer Travel-List und Tokio tatsächlich auch. Daher, mal schauen. Eine Reise, die jetzt allerdings schon fix gebucht ist, ist zum Taylor Swift-Konzert. Ah, Leute, ich kann es gar nicht glauben. Wir haben tatsächlich Tickets bekommen. Also mit wir meine ich Ellie, Laura und mich. Und ich bin so excited. Ich finde es voll toll. Nächste Frage. Kannst du dir nochmal vorstellen, einen anderen Job auszuüben? Ja, Leute, definitiv kann ich. Das Ding ist aber, ich glaube, ich bleibe sehr lange Content-Creatorin noch. Ich glaube, ich werde das Ganze auch noch machen, wenn ich sehr wenig Geld damit verdiene. Einfach, weil ich auch, als ich angefangen habe, damit kein Geld verdient habe. Ich habe es einfach so gemacht, weil ich es wirklich mochte. Und ich glaube, ihr könnt euch sicher sein, dass ich sehr, sehr lange hier noch dabei sein werde und sehr, sehr lange noch Sachen mit euch teilen werde. Denn auch wenn ich hier 0 Euro mit der ganzen Sache mache, dann wird sich eigentlich gar nicht so viel ändern, außer dass natürlich viel weniger Content wird, weil ich dann einen anderen Job ausübe und dementsprechend auch weniger Zeit habe. Und ansonsten gäbe es, glaube ich, kaum Gründe, hiermit aufzuhören. Es sei denn, es wird mir irgendwie rechtlich verboten oder die Plattform gibt es einfach nicht mehr in Deutschland oder ich hätte komplette Privatsphäre-Probleme. Das wären jetzt natürlich nochmal andere Gründe, weswegen ich irgendwie weg wäre, aber ansonsten gehe ich mal davon aus, dass ich hier noch relativ lange rumchille. Und ja, wenn ich mir dann irgendwann mal einen anderen Job suchen müsste, also ich hätte einfach nochmal Bock, was anderes zu machen, glaube ich, dann auch irgendwie in eine ganz andere Richtung. Ich könnte mir tatsächlich auch nochmal vorstellen, irgendwann zu studieren. Ich finde das eigentlich immer ganz cool, wenn man älter ist und neu studiert. Also da habe ich jetzt schon wirklich einige kennengelernt, die das gemacht haben. Und sehr positiv darüber berichten. Ich bin ja generell so ein Mensch, ich promote immer sehr, dass man niemals einen Job ausüben sollte, den man hasst und stattdessen immer den Mut aufbringen sollte, nochmal neu anzufangen, auch wenn es sehr hart ist, auch wenn es das bedeutet, dass man seinen ganzen Lebensstandard aufgibt und wieder in eine winzige Studentenwohnung zieht. Aber das Ding ist, es lohnt sich so sehr, so, so sehr einen Job zu machen, den man einfach liebt und der einem Spaß macht. Und irgendwie hätte ich nochmal Bock, sowas in Richtung Ernährung oder Fitness zu machen. Ich weiß, das kommt jetzt voll überraschend und ihr denkt euch so, was hat die mit Ernährung und Fitness zu tun? Aber privat macht mir das einfach irgendwie echt Spaß. Und ich kann mir vor allem vorstellen, dass mich das mit den Jahren nun noch mehr interessiert. Und ja, deswegen könnte ich mir echt vorstellen, vielleicht nochmal ganz neu anzufangen in dem Bereich. Könnte man aber auch immer ganz gut mit Social Media verbinden, deswegen. Ich weiß, ich bin auch ein Riesenfan davon, nicht zu krasse Pläne fürs Leben zu machen, weil man weiß nie, was kommt. Wirklich, das ist das Einzige, was ich bis jetzt gelernt habe. Man weiß nie, was kommt. Deswegen, warum sollte man es so genau planen? Hauptsache, man hat Spaß bei dem, was man gerade macht. So, wie ihr seht, das Make-up ist fertig. Die Sonne geht auch schon langsam unter. Das Licht wird immer schlechter. Deswegen würde ich sagen, ich mache mich dann mal auf zu meinem Candlelight-Konzert und wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.